Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Ja, nach den letzten beiden Flügen, die ja nichts mit unserer Weltumrundung, Welttour zu tun hatten, die wir jetzt zum tausendsten FSX-Teil gestartet haben, geht's heute wieder weiter mit unserer World Tour. Und zwar sind wir letztes Mal bei dieser World Tour von Kapstadt hier nach Doha geflogen, wo wir uns gerade jetzt auch wieder befinden. Und von hier aus geht's heute weiter. Ihr habt abgestimmt, der nächste Ziel, Flughafen, die nächste Etappe unserer Weltumrundung wird der Flughafen Neu-Delhi bzw. Delhi sein. Und da geht's heute auch genau hin. Für den nächsten Flugabschnitt gibt's diesmal ausnahmsweise keine Abstimmung. Das wird's nur sehr selten während der Weltumrundung geben, sonst könnt ihr immer abstimmen, wo es als nächstes hingeht. Aber diesmal gibt's für den nächsten Flug keine Abstimmung. Da verrate ich jetzt auch noch nicht, wo es danach hingeht von Delhi aus. Da habe ich nämlich einen speziellen Flughafen ausgesucht, der da in der Nähe liegt. Und da dachte ich mir, fliegen wir doch mal da vorbei. Wir waren schon mal da, vielleicht könnt ihr es euch denken. Ist auch nicht einfach so ein ganz normal gelegener Flughafen und so. Aber mehr sage ich dazu mal nicht. Das seht ihr dann beim nächsten Flug. Heute geht es von Doha nach Delhi mit dem A320 von Indigo. Mit einer, wie ich finde, echt schicken Lackierung. Sieht auf dem 320 echt cool aus. Sind wir auch noch nie unterwegs gewesen hier mit Indigo. Wir stehen auf Position Bravo 6 hier am schönen Flughafen Doha International, haben einen 3-Stunden Flug vor uns, 2500 Kilometer, und dann gehen wir doch direkt mal in die Maschine und machen die abflugbereit. Alles hier cold and dark, Gate ist angedockt, Boarding kann dann gleich losgehen und so weiter und so fort. So, wir machen also erstmal hier die Batteries an, External Power ist ja da, also direkt auch auf On. So, lass uns das Flugzeug schon mal lokalisieren, wo wir gerade hier sind. Und starten direkt mal mit der Checkliste. So, Cockpit Preparation Checklist sollen die mal machen. Cockpit Preparation Checklist. So, dann machen wir mal hier uns ein Bildschirm an. So, wir haben ja wunderbares Wetter hier in Doha. In Delhi ist Haze vorhergesagt, also so Dunst und so. Also die Sicht ist nicht so gut, die Wolken sind zwar nicht so tief. Als ich eben geguckt habe, also jetzt das wir fliegen bei historischem realen Wetter. Alter, hier haben wir aber auch, Alter, ist heiß, 36 Grad irgendwann im Sommer. Und in Delhi sind es, glaube ich, Dingsbums sind es 32 oder sowas. Und ich glaube, ich weiß nicht mal, wie so in Indien ist das so mit der Luftfeuchtigkeit, ob es da auch zu sehr hohe Luftfeuchtigkeit ist oder ob das aushaltbar ist, diese Temperaturen. Irgendwie, aber da gewöhnt man sich wahrscheinlich auch dran, wenn man da länger ist. So, die gehen das durch, dann lasst uns direkt mal die Türen aufmachen, dann können wir die Ground Services na, das will es nicht. Wenn es nicht gut, wenn es nicht will, dann lass ich's mal, lassen wir das heute mit den Ground Services. Schade. Irgendwie wollen die Türen sich nicht aufmachen lassen. Naja, dann lassen wir das halt heute mal mit den Ground Services hier. So, die haben die Checklist gemacht. Wunderbar. Wir geben nochmal die Route ein, also lassen wir das jetzt raus mit dem Ground Services heute. So. Also, dann, ja. Deine Company Route habe ich wieder abgespeichert. Es geht los in, nee, das wäre Zielflughafen. Oscar Tango Hotel Hotel nach VIDP 0001. Flugnummer. Indigo 1702. So, Kostendeck 45. Cruising nehmen wir 350. So, er hat die Route reingeladen. Wir laden mal das Fuel gerade rein. Ja, wie gesehen, halt eben habe ich hier ab und zu auch schon mal gehabt, dass sich die Tür nicht öffnen lassen haben. Nehmen relativ viel mit, 13 Tonnen sollten es sein, genau. Ja, keine Ahnung wieso, manchmal klappt das ja irgendwie nicht. So, 13, nochmal 13,4 als Block. Wobei, wir geben 13,3 ein, legen wir hier lieber ein bisschen. Ich meine, das sind jetzt nur mit der 5 hinten Unterschied, aber das ist ja egal. So, dann gucken wir gerade mal, wo wir rausgehen. Ich hole mir Charts hier mal raus. Wir gehen wahrscheinlich auf derselben Bahn raus, wie wir reingekommen sind. Also auf der 3-4 Ride. Wind ist, kann ich euch ja mal kurz zeigen. Warm is active, Sky Next, Weather Request. Close Weather Station, seht ihr hier Wind 080 at 9er. Dementsprechend sprechen wir ja dann. Mal gucken, oder wie wir, warte mal.
Ist dir eigentlich Trifor am besten sein, oder was? Gegenrichtung wäre ja dann. Muss ich überlegen. 160 wäre ja die Gegenrichtung. Wobei ich glaube, es ist sogar relativ egal, welche, ne? Das ist halt dann eigentlich ungefähr von der Seite. Ich glaube, dann nehmen wir einfach die 3-4-Right. So, erster Wegpunkt ist Vaccine, ihr seht es auch hier. Ja, 1-6 ist die Gegenrichtung. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt 3-4-Right als. Weil es ist relativ egal, weil der Wind kommt so gut wie von der Seite fast, genau. Dann lassen wir das mal close. Also, es geht raus auf der 3-4-Right. Das ist einfach so krass, 4,8 Kilometer Bahnlänge, die ist so ewig lang. Ich mit der Vaccine on Echo Departure. Auch extra nochmal heute, jetzt, bevor ich die Aufnahme gemacht habe, hier den aktuellen Air Rack Cycle reingeladen. So, das kommt da rein. Und geht dann erstmal nach dem Startstück geradeaus bis Soken. 2,5 oder above müssen wir da sein. Dann geht's raus Richtung Osten gleich. Muss ja auch unsere allgemeine. Ungefähr das Heading heute sein wird. So. Wie lange dauert das noch, bis das hier. Noch eine Minute, dann ist ja gleich lokalisiert. Wunderbar. Warten wir das noch kurz ab. Ja, dann machen wir den Jetway schon mal weg. Gleich, ja. Wie gesagt, heute halt mal nichts mit GSX, außer halt Pushback und dann ist auch nicht weit zu texteln. Also texteln, wir müssen ja nur davor und da ist ja schon die Bahn. Genau, stehen dafür halt relativ günstig jetzt auch. So. So, Flugzeug ist lokalisiert, wunderbar, da seht ihr auch nochmal die Departure geradeaus und dann kurz danach dreht es dann ab nach Osten. Gucken wir nochmal nach Unterbrechungen im Flugplan. Kommt es gerade irgendwie alles so schnell vor? Ich denke die ganze Zeit, habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen? Aber nicht, dass ich wüsste. Anflug machen wir in der Luft, von daher, ja, Tür zu, Jetway ab, ab geht's. Nächste Etappe. Nehmen wir einen Angriff. Also ich kann mich nicht erinnern. So, 350, ich fahre schon mal die APU hoch. Brauche ja immer einen Moment, dann ist es gleich schon mal erledigt. Ja, irgendwie, nichts vergessen eigentlich. Jetway ab. Na, die können wir natürlich noch nicht disconnecten, wir haben noch nicht mal die APU available. Aber gleich. So, setzen wir schon mal die Parking Brake, dann gehen die Wheel Trucks und Traffic Cons schon mal weg. Jetzt gedulde dich noch. Ja, so hab ich, warte mal. Nee, ich dachte gerade, ich hätte. Ich weiß auch nicht, wie ich es gesagt habe, aber dass die das deutsche Voice Pack hatte, aber es ist ja nicht das deutsche Voice Pack. Ja, Standard. Indisches gibt es ja leider nicht. Wäre eigentlich auch ganz cool. Ja, das passen, aber gut, es gibt ja leider nicht so viele verschiedene Voice Packs zur Auswahl. Idle. Parking brake. On. Bearer reference. Checked. 1000. 0000. Check. Beacon lights. Set on. Checklist complete. Wunderbar. Dann prepare for pushback and departure. Okay. Prepare for Pushback and Departure. Gut, dann halt nicht. Dann müssen wir kurz mal Request Boarding. Reset. Nächster Versuch. Ja, beim zweiten Versuch klappt es ja meistens noch. Right, Tail Left. Kein Engine Start vom Pushback. So, da kommt der Qatar Airways Pusher. Lifter. Schon cool aus, der Flughafen ist ja auch ziemlich groß. Aber gut, ist ja ein großer internationaler Verkehrsflughafen. So, dann connecte das Ganze mal. Haben wir ein gutes Stück heute zu fliegen. Genau, hier geht's los und dann einmal hier rüber. Bis ungefähr hier müsste irgendwo Delhi liegen. Ja, 3 Stunden Flugzeug, wobei das ist vergleichbar mit Deutschland irgendwo in den Süden Europas. Ungefähr, ne? Von der Strecke her.
Aber halt zum Beispiel, wenn man nach Griechenland fliegt und so, ist man ja auch, glaube ich, ungefähr so lange unterwegs. Oder halt dann Hurghada und so Kanarische Inseln. Ja, wo man natürlich auch in Deutschland dann halt startet, ne? Departure check completed. Bypass been inserted. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Na dann, warten wir nicht mehr lange und fahren direkt mal die 2 hoch. So, was ich gerade schon mal mache, ist Performance. Also heute, man könnte ja heute mit richtig derated Performance starten bei 4,8 Kilometer Bahnlänge. Auf jeden Fall geht es bei uns, für uns mit 154 Knoten dann in die Luft bei Manflex. Heute mal mit IAE-Triebwerken. Ich glaube, wir fliegen meistens eben mit dem CFM. Der hier ist heute mit den IAE-Triebwerken. Wobei mir persönlich halt der A320 mit diesen CFM-Triebwerken nochmal besser gefällt. Sieht irgendwie nochmal cooler aus. Die CFM-Triebwerke näher sehen ja im ersten auch nochmal so aus. Sie sehen ja auch nochmal eher aus wie die vom Neo, finde ich, von der Form halt her. Die hier sind eher so schmal und dünn, die anderen sind eher. Die CFM sind ja eher kurz und haben einen größeren Durchmesser. Noch nicht so krass wie halt beim Neo, das ist natürlich nochmal eine Nummer größer, aber ja.